geehrte Wähler, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Kraftswoche in 2020 aus Berlin. Nun, was ist passiert diese Sitzungswoche? Zum Beispiel gestern. Die Fraktion der Linken hat eine Aktuelle Stunde anberufen über die Vorkommnisse bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen vergangene Woche. Das ist insofern erstaunlich, denn eigentlich geht das dem Bundestag gar nichts an. In Deutschland leben wir in einem Föderalismus und das ist eine Angelegenheit des Freistaates Thüringen, keine Angelegenheit des Bundes. Und im anderen wäre es auch noch eine Angelegenheit der Parteien und nicht der Fraktionen im Deutschen Bundestag. Aber dennoch, dieser Antrag auf Aktuelle Stunde ging durch und es war eine sehr, sehr interessante Aktuelle Stunde, denn man konnte vieles sehen, von Schuldzuweisungen bis auf Unterwerfungsbekundungen war alles dabei. Angefangen bei Christian Lindner. Anscheinend, Christian Lindner schämt sich anscheinend mittlerweile der FDP anzugehören und er hat seinen eigenen Mann, den gewählten Ministerpräsidenten Thüringens, Herrn Kemmerich, mit keiner Silbe verteidigt. Ganz im Gegenteil, hat er sich in vorfreudiger Erwartung unterworfen vor den grünen Gesinnungsterror. Denn anders kann man das, was in Thüringen passiert ist, nicht bezeichnen. Die Union konnte sich nicht entscheiden, was sie eigentlich weniger mag, uns, die AfD oder die linken Kommunisten, die noch Flüchtlinge vor kurzem an der Mauer erschossen haben. Über SPD und Grüne muss man eigentlich nicht viel sagen. Diese Parteien sind auf der Skala der politischen Beliebigkeit überall anzusiedeln, wo es etwas umsonst zu verteilen gibt, bei den Sozialisten und Kommunisten nämlich. Zu einem anderen Thema. Am Mittwoch im Umweltausschuss gab es einen Antrag zur Debatte von der FDP mit dem Titel »Den Wasserstoff zum neuen Öl machen«. Die Existenz dieses Antrags offenbart, dass auch die FDP keine Auswege aus der selbstverschuldeten Energie- und Klimawende-Dilemma hat. Was ist eigentlich passiert die letzten Jahre? Zuerst hieß es, wir brauchen einfach nur die jetzigen Energieerzeuger durch andere ersetzen, Wind und Sonne und alles bleibt wie es ist. Dann kam man auf den Trichter, dass man Energie dann erzeugen muss, wenn sie gebraucht wird und dass man größere Mengen an Speichern braucht, denn die Netze und die Kobolde speichern den Strom nicht für die Grünen. Also bräuchte man entweder größere Pumpspeicher, die in Deutschland eigentlich nicht mehr durchsetzbar sind, oder riesige Batterien. Nach diesen Forderungen kam man auf den Trichter, Batterien sind so umweltfreundlich nicht und auch mit der Rohstoffversorgung gibt es größere Probleme. Es sei denn, man steht darauf, wie die Grünen, dass Kinder diese Rohstoffe aus dem Boden kratzen. Nun soll es also der Wasserstoff richten, weil man von einem Dilemma ins nächste fällt. Der Antrag der FDP sieht vor, dass man viele Fördergelder in die Erforschung von Wasserstofftechnologien pumpt, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Die Technologie ist 200 Jahre alt, sie wird nur nicht benutzt, weil sie energetisch höchst ineffizient ist. Auch die Forderungen der FDP, dass ich mich hier wieder an die nordafrikanischen Länder richte, ganz analog zu einem ehemaligen Desertec-Projekt, lassen vollkommen außer Acht, dass diese Länder politisch instabil sind und deswegen eine ganz, ganz schlechte Adresse für deutsche Fördergelder sind, die ich dort investiere. Des Weiteren würden sie dazu führen, dass ich nur meine Abhängigkeiten von einem Land auf das andere verlagere. Und das dritte Problem, wie ich diese Mengen an Wasserstoff, wenn sie denn tatsächlich erzeugt werden sollten in Nordafrika, wie ich diese nach Europa bekomme, die bleibt komplett unbeantwortet. Das heißt, wir haben es wieder mit einem Schaufensterantrag zu tun. Er ist eigentlich getrieben von kompletter Verzweiflung. Die Parteien wollen diese Energiewende, egal was es kostet. Sie können aber keine Lösungen anbieten, wie diese praktisch umsetzbar ist, ohne dass wir unseren kompletten Industriestandort aufs Spiel setzen. Die AfD hat deswegen diesen Antrag berechtigterweise abgelehnt. Zum letzten Thema. Ich hatte heute eine Rede im Deutschen Bundestag mit dem eigenen Antrag der AfD, Partitionierung und Transmutation von nuklearen Reststoffen. Der Umgang mit nuklearen Reststoffen ist aus dreierlei Hinsicht wichtig. Zum Ersten geht es darum, dass der Steuerzahler hier nicht übergemäß belastet wird mit den Reststoffen, die angefallen sind, aus Wissenschaft, Medizin, Technik und Energieerzeugung. Zum Zweiten geht es um den verantwortungsvollen Umgang mit diesen Reststoffen im Hinblick auf die kommenden Generationen. Und zum Dritten geht es darum, etwaige Werte, die in diesen Reststoffen noch vorhanden sind, ganz analog wie zum Hausmüll, auch zu heben und damit die Entsorgungskosten zu reduzieren. Das kennen wir alles aus den entsprechenden Kreislaufwirtschaftsgesetzen. Warum ist es nun anders? Die reale Situation ist, dass man Ministerien geschaffen hat, die diese nuklearen Reststoffe einfach irgendwie aufbewahren, nach irgendwelchen Löchern suchen, sie manchmal dort hineinschmeißen, sie manchmal dort wieder herausholen und im Prinzip sich selbst perpetuieren und damit eine Behörde geschaffen haben, die eine größere Halbwertszeit haben wird als diese ganzen nuklearen Stoffe. Das ist auch vollkommen unverantwortlich gegenüber dem Steuerzahler, denn nach einer ersten Abschätzung haben diese nuklearen Reststoffe noch einen geschätzten formellen Marktwert von 20 bis 25 Milliarden Euro. Es ist daher nicht einzusehen, warum der Steuerzahler jährlich dafür Geld ausgibt, wenn man auf der anderen Seite diese Werte heben könnte und dazu zu einer viel besseren Haushaltssituation kommen würde. Und drittens geht es um den verantwortungsvollen Umgang für zukünftige Generationen. Denn alles, was ich als Gemisch irgendwie eingrabe und wenn es gefährlich ist und wenn ich damit sogar auch nuklearwaffenfähiges Material habe, das kann theoretisch auch in zukünftigen Generationen wieder ausgegraben werden.
Wenn ich aber jetzt diese Stoffe sortenrein auftrenne, die vermarktungsfähigen noch vermarkte, sie am Markt irgendwo platziere, wo sie verbraucht werden können. Wenn ich diese sortenreinen Produkte auch gemäß ihrer jeweiligen Gefährlichkeit behandeln kann, nämlich die hochradioaktiven wie hochradioaktive und die mittel- und schwachradioaktiven, die das große Volumen und die große Masse dieses Reststoffes ausmachen, wie eben nur mittel- und schwachradioaktive Stoffe, dann habe ich zukünftigen Generationen einen großen Gefallen getan. Und nicht vergessen werden darf, zukünftige Generationen haben mit aller Wahrscheinlichkeit nach ein höheres technisches Verständnis, als wir es jetzt haben werden. Und sie werden mit den Problemen, die sich aus diesen gefährlichen Stoffen ergeben, viel, viel besser umgehen können, als wir das jetzt können. Es ist daher absolut richtig, diesen Generationen sortenreine Stoffe zu hinterlassen, damit die künftigen Generationen nicht in die Verlegenheit kommen, aus einer gemischten Pampe irgendwie noch die Sachen herausziehen zu müssen. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns im März wieder. Ich möchte an dieser Stelle auch noch ganz herzlich meine Reisegruppe begrüßen, die am Dienstag unter erschwerten Bedingungen wegen des Sturms Sabine nach Berlin anreisen konnte. Ich hoffe, Sie sind heute unter ganz noch regulären Bedingungen wieder nach Hause gesund zurückgekehrt. Und ich verbleibe damit bis zum März aus Berlin. Vielen Dank und auf Wiedersehen.